Also eine Ausbildung selber anzubieten, kostet einem Unternehmen nicht unerheblich Zeit und auch Geld. Warum würdest du jetzt beispielsweise sagen, Judith, lohnt sich das trotzdem für ein Unternehmen? Also das hat unterschiedliche Gründe, warum wir das trotzdem machen. Zum einen übernehmen wir als mittelständischer Arbeitgeber natürlich auch eine Art gesellschaftlich-soziale Verantwortung gegenüber jungen Menschen, so dass wir ihnen einen guten Start ins Berufsleben geben können. Zum anderen haben wir gemerkt, dass es den, nicht nur gemerkt, das ist ein Fakt, es gibt den Ausbildungsberuf Mediaberater nicht. Mhm. Und wir suchen natürlich Mediaberater bei uns. Das heißt, wir hoffen, dass wir durch unser Ausbildungsdesign dem Markt gut ausgebildete Mediaberater hinzuaddieren können. Und zum anderen, nicht ganz uneigennützig, möchten wir natürlich auch durch das Design, das wir hier anbieten, der Ausbildung, dass wir so viel Energie und Mühe da reinstecken, dafür sorgen, dass unsere Azubis auch bei uns bleiben, dass wir eine Bindung erzeugen und dass wir dann im besten Fall, dadurch, dass wir so ein tolles Rotationsprinzip haben, festgestellt haben, wie wir unsere Azubis den Stärken entsprechend einsetzen können. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir feststellen, wo passt es denn am besten. Und da hoffen wir natürlich, dass wir unsere Azubis sehr, sehr gut einsetzen können und da natürlich auch ein bisschen was zurückbekommen. Aber es geht ja nicht immer nur um Geben und Nehmen, sondern es ist ein Miteinander, wo hoffentlich alle mit einem Vorteil rausgehen. Ja. Das heißt quasi einmal kurz reingefragt, lohnt sich das für uns? Es lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv, ja.